schaut mal. Deswegen liebe ich Masuren und Ostpreußen so. Weit und breit nichts. Keine Menschen. Einfach nur einfache Ruhe und Einfachheit. Hier liegt eine Brücke. Die hat auch schon viele, viele Jahre auf der Brücke, wie es scheint. So, wie ich schon angekündigt, bin ich jetzt mit dem Auto ein Stück weit weitergefahren zu meiner zweiten Wanderroute, die ich eigentlich erst ein andermal aufgeplant oder aufsparen wollte. Aber wir fangen sie jetzt halt schon mal an. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Djergunken, den Ort gibt es nicht mehr. Aber ich hoffe, dort noch irgendwelche Überreste zu finden. Gucken, wo Häuser standen oder ja. Vielleicht sieht man irgendwas. Hinter mir eine sehr vertrauenserweckende Brücke. Über die gehen wir jetzt gleich mal drüber. Ich muss zwar vollkommen in die andere Richtung, aber ich habe einfach Lust. Ich gehe mal gucken, wie sicher. Stabilste Brücke des Tages, ja. Sonne geht auch. Na, noch nicht unter, aber dauert nicht mehr lange. Oh ja, alles im Allen sehr trotzig. Ach, das muss so. Dieser Reifen muss in Flammen stehen. Bei den Simpsons. Ja. Mit ein bisschen Gewicht hier drauf, dann ist man durch. Ob wir noch da drüber gefahren? Ich glaube, ne, mit Moped sind sie ja drüber gefahren. Wind. Jedenfalls habt ihr hier wunderschön ostpreußische Landschaft und Natur. Ich guck gleich mal, ob wir noch irgendwo einen See finden. Ich gehe davon aus. Jedenfalls hat mir der Trip gezeigt, wie schön Ostpreußen ist. Selbst bei Regenwetter wie gestern war es ein Erlebnis gewesen, das ich nicht missen möchte. Und er hat mir gezeigt, ich brauche einen neuen Rucksack und ein neues Zelt. Einen größeren Rucksack und ein größeres Zelt. Und die ganze Nacht mit dem Kopf direkt an der Zeltplane liegt, ist das nicht angenehm. Aber ich kann jedem nur empfehlen, egal was euch interessiert, kommt nach Ostpreußen. Wenn euch Wandern interessiert, in der Natur sein, ihr habt es gesehen, es ist so weitläufig das Land. Ihr könnt hier quasi tagelang durchwandern, ohne dass es langweilig wird. Wenn ihr Fahrradfahrer seid, dann her, hier gibt es so viele abgeschiedene
Wege, es gibt Fahrradwege, es gibt Mountainbike-Wege, Waldwege, wo man langfahren kann. Überall. Wenn ihr auf Wasser steht, also Wassersport. Ja, 3000 Seen in Ostpreußen sagen ihr Übriges, ne? Wenn ihr auf Städte steht, Allenstein, Elbing, okay, Elbing ist auch schön. Schon öfters gesagt. Aber Allenstein, Sensburg, die ganzen Städte im Osten Ostpreußens, Wenikulaiken, Lützen, Bartenstein, Rastenburg, Angerburg, laden alle ein zum Erkunden. Wenn ihr auf Meer steht, also Wasser, Meer, die frische Nährung im polnischen Teil Ostpreußens ist ein Traum. Gleich mit Frauenburg dran. Oder im nördlichen Teil, dann die kurische Nährung. Habt ihr auch schon öfters von mir gesehen. Das Memelland. Egal auf was ihr steht, wie ihr eure Freizeit gern verbringt. Hier gibt's alles. Hier gibt es auch so viel schönes urbanes Leben. Wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte hier mit der Familie mal. Ich habe letztes Jahr mit der Familie hier Urlaub gemacht. Da gab es so viel für die Kinder an Sachen zum Unternehmen. Also immer her, immer kommt her. Vor allem auch mal abseits. Abseits des Touristen, Tohu Wabohus. Ich meine, das ist mit Kindern meistens nicht viel möglich, aber so abseits des Touristen-Tohuwabohus, wo es bloß geht, ja, ins Hotel rein und dann beschäftigen wir uns dort im Hotel oder mal an dem See, wo das Hotel liegt und dann gehen wir abends mal in die Stadt essen. Sondern hört ihr die Wildgänse? Nee, aber abseits des Tohuwabohus gibt es so viel zu sehen. Kauft euch ein Stück Land, ein kleines Ferienhaus hier. Noch sind sie relativ günstig. Nicht so günstig wie vor 5, 6 Jahren oder 10 Jahren. Aber immer noch weniger als in Deutschland. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr herkommt. Und das Gute ist, je mehr ausländische Gäste kommen, sei es aus Deutschland oder sonst irgendwoher, desto mehr müssen Polen anfangen, Englisch zu lernen oder gegebenenfalls Deutsch. Weil es ist echt schwierig teilweise, sich hier zu verständigen mit Englisch. Deutsch sowieso schwierig. In Touristengegenden, also in den Städten geht das noch halbwegs mit Deutsch und Englisch, aber sobald man mal auf, ich sag mal, mittelgroße Orte trifft, selbst in Orten wie Ortelsburg oder Lützen, selbst da ist es schwierig mit Englisch. So, eigentlich sollte jetzt hier irgendwo Dschergunken gelegen haben. Ich denke, da auf jeden Fall hinten auf der freien Fläche. Und hier, wo vorne frei ist. Das sieht nicht so aus, als wäre die ganzen Bäume, die hier sind, als wären die von da gekommen. Ich guck dir an. Heftig zerfressen, der Baum. Die Mutter, dass er gefällt wird. So, das war mal. Gucken wir mal, ob wir neugierig sind, ne? Ich denke, wir sind neugierig. Und ich denke, wir finden auch was. Was ist das? Aha.
Aha, aha. Genial, genial, genial. Das ist doch... Guck dir mal an, was haben wir denn hier gefunden? Ein Gedenkstein. So müssen wir rauskriegen, was hier draufsteht. Ach Gott. Ach du. Frankreich? Nee, in Frankreich. Das ist ein eisernes Kreuz hier oben drin. In Frankreich. Stehe ich jetzt etwa hier auf dem Friedhof? Das ein Denkstein ist, da werden wir gleich nochmal gucken. Also in Frankreich, unser, also in Frankreich, unser, viel wahrscheinlich, viel unser Alfred. Geboren 7.10. Oh Gott. Nicht zu lesen. Was? Aber 1918 auf jeden Fall. 1918 gestorben. Und unten steht Champ. Irgendwas Champ. Familie Champ. Vielleicht kann das jemand von euch lesen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Warum steht mitten hier im Wald ein Gedenkstein? Das bedeutet doch, dass entweder hier der Friedhof war, aber ich sehe nichts, was sonst auf einen Friedhof hindeutet. Keine Grabstellen, nichts. Keine Steine, die mal ein Grab eingerahmt hätten. Sonst irgendwas. Also nicht. Ist nicht. Aber zumindest. Ich stelle kein Grab oder kein Gedenkstein hin. Wenn hier nicht mal was war, also ein Dorf oder sonstiges. Guck mal, ob auf der anderen Seite noch was steht. Autsch. Nein, nein, nein. Das heißt für mich, hier war sicherlich der Friedhof oder irgendwas anderes von Schickunken. Und hier sieht mir das so verdächtig künstlich aus. Ne? Würde dann die Uhr sagen, dass die Baumreihe hier so rechts lang und links lang sehr verdächtig. Außer es wäre sie künstlich angelegt. Wir folgen der mal. Vielleicht ist es ja der alte Weg ins Dorf. Geht ein Weg ab. Gehen wir nicht. Doch, den hätte ich gehen müssen, weil der Weg tatsächlich nee, wäre doch da weitergegangen. Naja, egal. Aber sieht, also ganz ehrlich, wenn das keine Allee ist, die hier
extra mal angelegt wurde. Für mich steht fest, hinten war ein Ob. Sonst wäre die Allee nicht so, oder die Bäume nicht so. So, was wir mal rauskriegen. Sieht aus, als wenn es hier weitergehen würde. Sieht das auch hier ein bisschen dann noch aus. Wäre ja höchst interessant. Hm. Ja, hier ist nichts mehr. Hier macht es keinen Sinn weiterzugehen. Obwohl die Allee so aussieht. Aber die hört mir dann auch noch. Spannend. So, ich gehe jetzt nochmal in die Richtung. Hier vorne ist sicherlich alles. Ist das Wasser und deswegen das Schilf hier? Oder was ist das? Und das ist einfach. Entschuldigung, jetzt wackelt die Kamera. Ich mir gerade meine Handschuhe an. So. Was ist das? Das ist doch aber keine. Das ist doch kein Schilf, also da drüben. Das Problem mit dem Rucksack, deswegen habe ich den vorher nur weggelassen. Hättest du überall hin. Oh naja. Jetzt haben wir wieder dran den Rucksack. Da haben wir wenigstens ein bisschen was dabei. So. Es wirkt mir alles zu freiflächig hier vorne. Weißt du das? Das natürlich. Natürlich gibt es auch im Wald Freiflächen und Lichtungen. Jetzt fliege ich oder auf die Höhe. Aber das. Ich hole nochmal die Drohne raus. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Vielleicht habe ich da einen besseren Überblick.
als hätte ich es geahnt. So, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich so nicht richtig sehen, aber das ist ein viereckiges Loch. Was ist an einem viereckigen Loch so interessant? Na, erstmal, dass es viereckig ist, also sehr wahrscheinlich nicht natürlich entstanden ist. Weiter interessant ist, dass hier Mauerreste sind. Ich werde mal in das viereckige Loch reingehen. Es wirkt so, als wäre diesmal ein Keller gewesen. Nur Mauerreste. Direkt wie eine Treppe hier hoch. Quasi hier links ein Stück Begrenzung, rechts ein Stück Begrenzung und in der Mitte ging die Treppe hoch. Dicke Eiche hier vorne sagt auch, sind übrigens. Mal wieder raus. Also ja, hier war definitiv der Ort gewesen. Wenn ich mal mehr Zeit habe, werde ich mir das nochmal genauer angucken. Deswegen war hier wahrscheinlich auch so die Freifläche gewesen. Die Freifläche war sicherlich von dem Haus, was hier mal stand, war sicherlich irgendwie der Garten oder sonst irgendwie was. Schaut mal, was ich gerade, oh Gott, vergraben in dem Loch gefunden habe. Also halb vergraben, in alter emaillierter Deckel. Also ja, da ist zumindest mal was gewesen. Ist die Frage, ist der nachträglich reingekommen oder nicht? Sieht aber eher nicht so aus, als wäre der nachträglich reingekommen. Es sieht nach einem sehr alten Deckel aus. Okay, ein Deckel gefunden. Wuhu! So, Tag 2 neigt sich dem Ende zu. Im Hintergrund geht schon die Sonne langsam unter. Ich könnte es vielleicht ahnen. Ich wollte jetzt unbedingt den See im Hintergrund haben. Deswegen kann es durchaus sein, dass ich gegen die Sonne filme. Es tut mir leid. Aber was haben wir heute gelernt oder was haben wir heute gesehen? Sehr viele Ehrenfriedhöfe haben wir heute entdeckt. Bunker weniger, aber dafür eine zerstörte Festung. Ein paar andere schöne Orte natürlich, viel Natur gesehen. Allerdings habe ich festgestellt, ja, ich war zu schnell gewesen. Ich bin heute wieder knapp 30 Kilometer gelaufen. Damit bin ich schon einen Umweg gelaufen und trotzdem noch war die Route zu kurz gewesen. Deswegen habe ich jetzt ja die andere Route schon angefangen. Aber ich habe mich entschieden, dass diese Route jetzt, die ich jetzt bin, viel zu schön ist, um sie einfach durchzurushen, um durchzurennen quasi. Deswegen habe ich mich entschieden, die Tour jetzt an diesem Punkt abzubrechen. Das ist nicht weiter schlimm. Ich werde natürlich die Tour weitermachen, die ich jetzt angefangen habe, nur an einem anderen Zeitpunkt. Was habe ich gelernt bei deinem Ausflug? Ganz wichtig, das super genial. Super genial, Klamotten ist das A und O. Es muss nicht besonders teuer sein, aber es muss gut passen zur Witterung. Ich bin ein Mensch, der nie Mütze trägt, also wirklich nie. Aber die Mütze hier, die hat mir echt den Arsch gerettet gestern, als es so kalt war. Genauso wie das Halstuch. Noch nie ein Halstuch getragen. Aber als es gestern die ganze Zeit dieser Sprühregen war und alles. Tippitoppi, mir war nicht kalt. Und auch das hat seinen Teil dazu beigetragen, weil das ist direkt in der Jacke vernäht. Man kann es hier am Finger, am Daumen mit festmachen. Und schon kommt keine Kälte mehr direkt hier rein. Einfach nur Bombe. Was habe ich außerdem gelernt? Ostpreußen hat sehr viel zu bieten. Gut, das wusste ich vorher schon. Das wusstet ihr sicherlich auch. Aber ich habe gelernt, in Ostpreußen zu Fuß unterwegs zu sein, ist viel, viel schöner, als mit dem Auto unterwegs zu sein. Zu Fuß, mit dem Fahrrad. Je nachdem, die einfachen Verkehrsmittel, wo man auch ein bisschen was sehen kann, abseits. Ist viel schöner, als mit dem Auto unterwegs zu sein. Deswegen werde ich das in Zukunft deutlich öfter machen. Also lieber mal ein bisschen eine Wandertour machen. Und ganz wichtig, ich habe noch gelernt, größeres Zelt muss her. Dringend ein größeres Zelt muss her. Konserven auf der Tour sind blöd, viel zu schwer. Essen kann man auch anders sich besorgen, beziehungsweise kann man auch anders mittransportieren, wie zum Beispiel mein Knäckebrot, was ich heute gegessen habe, das war sehr lecker gewesen mit der Wurst.
Aber Dosen, nein. Viel zu schwer, schmeckt gut, aber lohnt sich im Endeffekt nicht. Genauso was Akku-Packs angeht. Ja, Akku-Packs sind wichtig, aber ich habe jetzt meine Drohne, ich habe meine Laufkamera gehabt, ich habe mein Handy gehabt, meine Kamera, meine andere Kamera noch. Und es hat alles mit einem Akku-Pack gereicht und das ist immer noch halb voll. Also so ein 20.000 mAh Akku-Pack reicht locker aus, um zwei Tage jetzt durchzukommen. Demnach werde ich in Zukunft einen deutlich leichteren Rucksack haben als die 30 Kilo knapp, die ich jetzt mit hatte. Und wichtig, ein Schlafsack, ein warmer Schlafsack. Wenn du die Nacht gut schläfst, ist der nächste Tag dein Freund. Wenn du die Nacht frierst, macht es keinen Spaß. Die allerwichtigste Lektion, die ich aber gelernt habe, die ich schon vorher wusste, Ostpreußen ist genial. Also vergesst mir Ostpreußen nicht und wir sehen uns.